So, und dann begebe ich mich jetzt mal nach meiner letzten Mission. Immerhin, ich habe einen Föderationsoffizier hier aus der Einöde retten können, der jetzt zu meiner Mannschaft gehört. Und dann schauen wir mal, was Horace Jones jetzt für uns hat. Blinde erzählen Legenden. Okay, dann. Meine Mission, sollte ich sie übernehmen, lautet: Machen Sie einen Lauten. Akzeptieren, das kann ich. Jetzt nicht. Hat er Probleme mit seinem Läufer? Ich weiß es nicht. You're looking to help us? Interesting. It makes me wonder what your motives are, but I will not question them. Many people come here looking for something. Wir haben ein Wasserproblem. Replik. Gut. We have to make do with whatever food and water the Orion Syndicate agrees to sell us. Pay whatever price they charge. They have a stronghold somewhere outside paradise. Ja. I don't go there. Most of us don't want to. Verärgern Sie das örtliche Syndikat, indem Sie sein Monopol zerlegen. Finde ich wunderbar, die Idee. Ja, dieses lila Männchen bekommt dann jetzt einfach den Auftrag, bauen Sie hier unten Replikatoren auf. Irgendwer schlägt rot, dass wir Sicherheitsteams herunterbeamen, um unsere Überlegenheit zu demonstrieren. Ja, dann demonstrieren wir mal. Passen Sie auf Ihren Rücken auf, die sind komisch da unten. Ah, ich habe ein Außenteam. Die geben mir Rückendeckung genug. Sicherheitsteams sind. Ja, meine Herren. Und das war ja einfach. So. Noch mehr Sicherheitsteams. Also hier ist ja echt. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Sorge ich doch dafür mal, dass ich fast in der Überzahl bin hier. Ja. Haben Sie irgendwelche Probleme? Seid doch mal begeistert. Ich habe dir gerade zwei Schläger vom Hals gehalten. Zur Bar, aber ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Hier war doch. Also vom Planet des. Macht in dieser Ferengi irgendwie. Das Syndikat kontrolliert alles. Nun. Dann spreche ich doch jetzt erstmal hier mit den Leuten in der Bar. Bisschen Mut zu sprechen. Oh, wir sind. Ich bin die örtliche Föderation und ja. Ich habe gerade Ihrem freundlichen Kollegen draußen ein paar Schläger und ja, vom
von den Ohren geschafft. Der freut sich wenigstens. So. Darf ich Ihnen einen Drink ausgeben? Ah, Drinks für alle. In Ordnung. Gute Methode funktioniert wirklich in jeder Bar. Barkeeper, eine Runde für alle. Genau, ich und das Orion-Syndikat, wir rupfen jetzt ein Hühnchen oder so. Und dann sprechen wir mal mit Lord, der wollte uns noch was sagen. Sie sind ja schon wieder da. Hallo, erinnern Sie sich nicht noch an... Oh, draußen vor der Stadt gibt's Ärger. Na, dann schauen wir mal. Ärger ist mein zweiter Vorname oder so. So, und jetzt schaut und lernt, wie Ransom schleunigst aus der Stadt kommt. Yippie! Ja, Geiseln sind befreit. Hinterhalt macht nichts. Und lass dich nie wieder blicken. Ich bleib nämlich noch ein bisschen. Das war toll, Captain. So, aber jetzt wieder zurück zu unserem Hauptauftrag. Ah, ich komme mir vor wie ein alten Holo. Waren so herrlich. So, jetzt aber Law. Captain hinter Ihnen. Sie sind der Informant? Und das erzählen Sie mir so einfach? Und warum war ich vorher in der Wüste und in den Ruinen? Ich bin Mitglied der Sternflotte. Ja, das sage ich. Okay. Gut. Also, Captain, das ist mit Sicherheit nicht vorschriftsmäßig, was der andere Sternflottenoffizier da gemacht hat. Also wirklich. Ja, Bäumler, das ist mir auch klar. Nennen Sie mir die Namen der Offiziere und ich werde einen umfassenden Bericht über Ihre Handlung schreiben. Ich hasse es, wenn ich sowas tun muss. Gut, Captain Harbsen. Ist notiert. Von den Orionern angeheuerte Piraten bewaffneten Gebiets ein Gefängnisbereich.
Okay, hast ans Fechts da. Captain. Also, ich weiß, was Sie auf Nimbus 3 getan haben. Ja. So, er hat also gedacht, er hat niemandem. So, warum sind sie nicht selbst zurückgegangen? Er brachte es nicht fertig. Schlechtes Gewissen. Also das ist mal eine. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und habe deshalb nichts. Nein, dafür werde ich. Tut mir leid. Aber es gibt Sachen, die müssen berichtet werden. Wem sagen Sie das? Sie hat es mir immer noch nicht verziehen. Gut. Auf zur Festung. Geben wir uns nun zur Festung. Karte sagt ziemlich weit, ziemlich draußen. Und da hinten, wo diese. Ich folge mal hier diesen. Ja, einen Weg kann man das nicht nennen, aber es ist eine markierte Route. Ein Riesenskorpion. Oh, das wird sich. Also. Ich muss da unbedingt ein Bild von nachher machen. Ich und der Skorpion. Los, jetzt aber. Lasst mir was über von dem Riesenknusper. Also wie ich und jede Menge andere Leute den Riesenskorpion erlegten. Na, ich weiß nicht. Muss ich nicht wirklich mit angeben. Und dann kommen auch noch kleine, mischen sich ein. Okay, Bäumler und seine Lieblingsphotonengranaten. Transporterschmiere und Kugellager. Ja, das hatte ihm schon Freeman nicht abgewöhnen können. Wir sind bereit. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal Ärger machen. Okay, hier ist richtig viel los. Also, wenn Purzel loslegt, dann macht er aber richtig Stress. Notiz an mich selbst: Keine von den Haustieren verärgern. So. Und hier haben wir nun also die Gefängnisse.
von Hochsicherheitstrakten möchte ich jetzt hier nicht unbedingt reden. Ja, das sind die Leute, die vermisst wurden. Ah, gut, also ein miserabler Bau und als Ersatz für ein vernünftiges Gefängnis jagt man so 3 bis 5 Wächter für 2 bis 3 Gefangene. Interessantes. Ich werde denen allerdings jetzt nicht erzählen, wie man ordentliches Gefängnis wird. Ich werde hier die Leute befreien. Ja, hier 2. Auch retten. Ja. Wir sind Sternflotte und wo wir hinhauen, das sind... Ja, okay. Ich hab sie gerettet, alles gut. Ach, kommt jemand, macht einen Lauten. Der Einzige, der hier Stress macht, bin ich. Ha. Und gleich noch weitere Gefangene befreien. So, die auch noch. Und dann beamen wir die armen Leutchen doch mal an Bord. Thank you. I thought I'd be sold into slavery for sure. I'm glad Starfleet sent someone to help. Warum wurden sie gefangen genommen? Wettschulden. Na, Gott. Nun, dann werden wir mal das Syndikat auseinandernehmen. Ich bin gerade in Laune. Außerdem, ja, von Festung ist das ja noch nicht und da wollten wir eigentlich hin. So, jetzt hier. Ach. Angenehm. Bisschen kühler als draußen. Das ist nett. Ja, aber ich wusste, lange bleibt das nicht. Ah, boah. Waren wir wohl ein bisschen laut, haben die Leute hier zum Eingang gelockt. So. Und dann mal die äußere Verteidigung durchbrechen. Sprich also dem Personal hier. Mächtig auf den Zwirn gehen. Gleich den Piraten als erstes aufs Korn nehmen. Dann haben wir das mit dem Hof gleich auch erledigt.
Und die Kontrolle über die Festung. So, also den Hof. Ja, ein äußerer Ring noch. Okay, links, das wäre ihre Abkürzung gewesen. Macht nichts. Und hier sind noch andere unternehmungslustige Offiziere und sorgen für Ärger. Ja. Schönen guten Tag, ich bin hier, um die Einheimischen zu verärgern. So, mal schauen. Oben auf der Balustrade, nicht, dass wir von dort aus... Ach. Und ein Piratenkapitän, wie nett. Madame Piratin, ich nehme hier Ihre nicht autorisierten Gegenstände an mich. So. Und jetzt Hassans Festung. Captain, Shangdu ist ein... Das ist eine Oriona-Bar, Captain. Jetzt ganz vorsichtig und vor allen Dingen nichts trinken, was Sie nicht kennen. Okay. Captain Hafsen, Admiral Quinn... Okay. So, dann hier noch, ja. So, und jetzt allerdings. Setzen Sie sich mit House Jones in Verbindung. Ja, dann tun wir das doch mal. Ja. Ja, ich habe Leute freigelassen und gerade Hassans Unterschlupf gefunden. Ja, wenigstens einer, der sich hier freut über meine Antwort. Gut, dann werden wir hier mal schauen, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Und das wird dann meine nächste Mission. Bis gleich.